Auch so kann man es machen. Richtig schön verschissen, versaubeutelt. Auch das ist ja so ein Stil, wie ihn die Amis irgendwann mal kreiert haben, beziehungsweise in jedem Fall gibt es sowas aus Skandinavien. Aber dass man das Ding so flach dreht, so wie hier, das hat es tatsächlich auch in den 40er Jahren schon gegeben. Man mag es gar nicht glauben. Wir müssen ja ein bisschen in dieser Zeit zurückgehen, denn Anfang der 30er fing es an und in den 40ern hat man es auch gemacht. Die Boys haben einfach die Ford-Modelle der Jahre 28 bis 35, 34 genommen, haben da das Dach abgeschnitten, haben das gechannelt, das Karosserie flacher gesetzt, haben sich andere Chassis gebaut, haben alles Mögliche gemacht, um dann schließlich sich ihr Traum-Rennauto zu bauen aus diesen alten Teilen. Und man hat am Anfang natürlich diese Ford-Modelle ab 1932 genommen, weil die serienmäßig schon einen 8-Zylinder haben. Und mit diesem 8-Zylinder-Motor konnte man natürlich ganz anders umgehen als die ersten Fahrzeuge, diese Großserienautos Ford T oder Ford A zwischen 1928 und 1932. Dieses hier ist natürlich irgendwo mal ein Ford A gewesen, aber was man so damit gemacht hat, hat damit nicht mehr ganz viel zu tun. Das Schöne ist, dass man hier mal auf prunkvolle Lackierung verzichtet hat, so wie es eben die Rattenautos in den USA und auch in Skandinavien immer gerne sind. Also damit rumheizen ist schon eine Maßnahme. Ich könnte mir vorstellen, dass sich so mancher Polizist oder vor allen Dingen so mancher TÜV-Beamter da ganz gefährlich umgucken würde. Ich weiß auch gar nicht, ob heutzutage sowas ohne Selbstmordgedanken geht, zuzulassen. In jedem Fall, wenn ich sowas sehe, muss ich mal wieder sagen, macht einen Heidenspaß. Einfach eine tolle Geschichte. Hey, du sagst mir schnell deinen Namen. Heiko. Ja, sag mal an, wie ist der derzeitige Status von dem Auto? Ja, am besten selber gucken, ne? Street legal. Ja, war viel Arbeit. Ja, das glaube ich wohl. 70 Jahre gedauert. Ja, kann ich mir denken. Sag ein bisschen was zur Technik. Was haben wir denn hier? Wir haben einen normalen Ford A-Rahmen auch. Ja, auch aus 32 mit Pickup-Karosse und Thunderbird-Motor. Ja, das hört sich gut an. Hubraum kann keiner so genau sagen. Naja, Thunderbird, klar, wenn es tatsächlich ein großer Ford-Motor ist. V8 mit drei dicken Vergasern drauf, macht natürlich eine Maßnahme, muss man sagen. Hast du das alles selber gebaut oder hat das schon mal einer vorher gemacht? Nein, er ist so aus New York gekommen, so wie er ist. Das ist ja wunderbar, da muss es ja gar nichts machen. Einfach reinsetzen, losfahren. Reinsetzen, losfahren. So, das heißt, bremsen tut er auch? Vorne rechts. Klare Aussage. Das aus der Seele goldene Klobürste ist vielleicht ein Kandidat dafür, ne? Aber dafür ist er eigentlich zu geil, muss man sagen. Ich sehe auch, er hat keine Scheiben drin. Nö, Klima. Wir haben eben gehört, also Hot Rods mit Klimaanlage ist irgendwie scheiße, geht nicht. Ja, wenn es über den Riemen getrieben ist. So ungefähr. Ich bin auch Riemen getrieben, Alter. So. Was kann man jetzt damit machen, ist die große Frage. In der Gegend rumheizen, kein Problem. So erstmal zum TÜV fahren würde ich vielleicht nicht vorschlagen. Ja, kann ein schöner Ausflug sein, ne? Aber ja, denke ich mal. Aber nicht viel Erfolg. Nee, wahrscheinlich musst du mit der Straßenbahn zurückfahren. Das kann sein. Ungefähr. Hey, also sowas gibt es tatsächlich zu kaufen. Es hat tatsächlich in den 40er, 50er Jahren Leute gegeben, die so ihre Rods gebaut haben. Also sehr schön authentisch gemacht von damals. Und ich kann nur immer wieder sagen, bin immer hellauf begeistert vor solchen Sachen. Mach den bloß nicht rot-metallic in Hochglanz. Ich denke mal, ja, es gibt Leute, die machen sowas. Das Dach ist gerade neu lackiert. So sieht's aus, ja. Wie hast du das gemacht? Matt-Schwarz, U-Schutz. Das ist in Ordnung, meinetwegen auch das. Also Freunde der Nacht, ich werde mich nicht lange damit aufhalten. Aus der Serie Goldene Klobürste, ja oder nein, gibt es in jedem Fall hier von euch einen Riesenapplaus. Ganz, ganz geiles Tier. Dankeschön.